Die Heroes of Might and Magic Serie hat bereits einen langen Weg hinter sich gebracht. Vom 1995 erschienenen ersten Serieneintrag bis heute sind schließlich satte 16 Jahre ins Land gegangen. Für einen zeitgemäßen Neuanstrich soll hier das für September 2011 angekündigte Might and Magic Heroes 6 sorgen. Dank einer Preview-Version können wir euch bereits einen kleinen Vorgeschmack bieten. Beim Spielprinzip erwartet Serienveteranen ein ganzer Schwung an Altbekannten. Das Gameplay stützt sich erneut auf rundenbasierte Oberwelterkundung, rundenbasierte Kämpfe und das gar nicht mal so rundenbasierte Städtebauprinzip. Auf der Oberweltkarte erforscht ihr das Terrain, stellt feindliche Truppen zwecks Erfahrungspunkte gewinnen, erobert Gebäude, damit sie eurem Zwecke dienlich sein können und geht eurem Questalltag nach, bei dem meist das Bekämpfen eines großen Feindes auf dem Plan steht. Eingebettet wird das Ganze stilecht in einer Fantasy-Geschichte, die in selbst ablaufenden Sequenzen oder vertonten Textblöcken präsentiert wird. Zwar mag Teil 6 der Hero-Serie jetzt nicht gerade mit Neuerungen Bäume ausreißen, trotzdem hat sich ein wenig was getan. Zum einen wurden einige Rollenspielaspekte noch etwas weiter ausgebaut, sodass jetzt in einem umfangreichen Skillbäumchen Talentpunkte eurer Helden hin und her geschoben werden können. Hier geht es gar so umfangreich zur Sache, dass man sich zu Beginn von den Möglichkeiten fast schon erschlagen fühlt. Außerdem wurde ein Gesinnungssystem eingeführt, in dem ihr zwischen guten und bösen Taten wählen dürft. Dadurch erhaltet ihr im Spielverlauf Zugriff auf besondere Fähigkeiten eures heldenhaften Recken. Des Weiteren hat sich im Vergleich zum Vorgänger das Städtemanagement ein wenig verändert. Zwar sind die Möglichkeiten auch hier immer noch immens, allerdings wurde auf eine interaktive Städteansicht verzichtet und man darf sich durch ein etwas wulstiges Menü wälzen. Truppenrekrutierung, der Bau von Befestigungsanlagen und Unterkünften funktionieren zwar, richtig gefallen tut uns diese neue Handhabung aber nicht sonderlich. Außerdem neu ist das Einzugsgebiet von Festungen. Konnten vorher noch alle Minen, Schmieden oder sonstige Gebäude einfach eingenommen werden, muss jetzt erst die jeweilig vorherrschende Festung niedergemacht werden. Tut ihr dies nicht, bleibt die entsprechende Architektur nur so lange in eurem Besitz, wie ihr auch selber vor Ort seid. Grafisch schaut Might & Magic Heroes 6 recht ordentlich aus, was weniger an einer herausragenden Engine, sondern eher am Design der Spielwelt liegt. Dieser kann ein gewisser Grad an Detailverliebtheit nicht abgestritten werden. Auch die Kämpfe wurden im Vergleich zum Vorgänger wesentlich aufgehübscht. Jetzt gibt es geschmeidige Animationen und ein ansehnliches Kreaturendesign zu bestaunen. Fans der Serie werden mit Teil 6 wieder anständig bedient. Einige Balancemängel müssen noch ausgebessert und vielleicht noch einmal über die neue Städteverwaltung nachgedacht werden. Ansonsten dürfte es für genanntes Klientel nicht allzu viel zu bemängeln geben. Für meinen Geschmack könnte jedoch gern noch an der Inszenierung der Geschichte gewerkelt werden. Wirkt diese doch zu weiten Teilen sehr steif und gar stereotyp. Außerdem missfällt das Vorantreiben der Story in statischen Textblöcken. Die Spielerschaft fesselt man heutzutage doch ein wenig anders an den Bildschirm. Und auch der Fokus auf das Kampfsystem passt mir noch nicht hundertprozentig in den Kram. Außerhalb des Kampfbildschirms bleibt so das Taktieren und Knobeln doch stark auf der Strecke. Weitere Previews, Reviews und aktuelle Gaming-News findest du natürlich auf ingame.de.